Die Adidas-Aktie zeigt eine relativ sportliche Performance. Allein in den vergangenen 12 Monaten hat sich der Wert der Adidas-Aktie verdoppelt. Und den letzten Schub gab es, als sie aufgenommen worden ist, in den Eurostoxx 50. Ja, was steckt allerdings hinter dieser Erfolgsstory? Wie schafft man es immer wieder im Bereich Sport und damit im Bereich Lifestyle, das Interesse, den Geschmack der Kunden zu treffen, vielleicht sogar neue Trends zu setzen? Darüber möchte ich heute sprechen mit zwei Experten, die es immer wieder schaffen, mit ihren frischen Ideen der Sportwelt und damit auch der Welt der Sportartikelhersteller neue Impulse zu geben. Axel Burkhardt, er ist Global Sports Marketing Director bei Adidas, zuständig für den Bereich Outdoor, und Mike Hamel. Mike Hamel von der Eventmanagement Agentur Planet Talk. Er ist der Event Director von Adidas Rockstars. Heute bzw. in dieser Woche, an diesem Wochenende hier in Stuttgart. Mike, bitteschön, was ist Adidas Rockstars? Adidas Rockstars ist ein Sportevent, der Rock Climbing und Rock Music kombiniert. Es ist ein Invitational, also ein Einladungswettbewerb für die besten Kletterer, Boulderer der Welt. Wir sind mittlerweile olympische Disziplin, seit der letzten IOC-Session in Rio de Janeiro offizielle Disziplin für Tokio 2020. Das Ganze in einer fantastischen Arena, in der Porsche Arena, und das Beste für das Publikum, Eintritt frei. Das heißt, Sie richten sich mit dem Event ans Publikum in allererster Linie oder an die Athleten? Wer steht da im Fokus? Beide. Also natürlich stehen die Athleten im Fokus. Ohne Performance-Athleten gibt es natürlich auch kein schönes Spiel mit den Zuschauern zusammen. Aber das ist das Besondere auch für die Athleten, dass sie einfach eine Bühne bekommen, wie ein Rockstar auch. In einer Arena ihre Performance auch zu zeigen und ihren Wettkampf und ihr Sport eigentlich auch zu zeigen. Und das ist, glaube ich, auch die besondere Kombination, dass auf der einen Seite der Spitzensport mit den Profis ist, aber auch genauso die Möglichkeit, am Tag zuvor für Amateure an so einem Event teilzunehmen. Also Sie sind zuständig als Eventdirektor für dieses Event, für die Vorbereitung, für die Durchführung dieses Events. Und Axel, Sie sind von Adidas, Global Sports Marketing, Bereich Outdoor. Was für eine Strategie verfolgt Adidas mit so einem Event? Ja, da geht es natürlich um eine Vielschichtigkeit dieser Strategie. Das ist nicht nur eine Ausrichtung, sondern das ist eigentlich ein 360-Approach, den wir eigentlich jedes Mal mal angehen. Zuerst mal, wenn man sich Gedanken macht über eine Veranstaltung, geht man ran und sagt, okay, was ist der Sport und der Athlet? Das steht bei uns immer im Mittelpunkt. Ohne diese zwei Faktoren würden wir gar nicht auf die Idee kommen, ein Event zu kreieren. Der Sinn und Zweck, so ein Event zu kreieren, ist natürlich eine Plattform zu bieten für die Athleten, ihre Performance zu zeigen. Für uns im Marketing natürlich wieder wichtig, das Investment auch als Return in irgendeiner Form wieder zurückzukriegen. Das heißt, es können Soft Skills sein, Dinge, die halt dann Glaubwürdigkeit, die Credibility bei den Athleten in der Community, des Sports selber, bis hin natürlich in Breitenwirksamkeit, dass wir horizontal nach außen gehen und eben auch den normalen oder Normalverbraucher damit ansprechen, um unsere Produkte natürlich letztendlich attraktiv für den Markt zu machen. Jetzt Klettersport, Bergsport im Allgemeinen, da tummelt sich ja auch eine muntere Konkurrenz. Da sind Sie ja nicht allein. Mit was für einem Ansatz heben Sie sich da ab? Ja, wir haben natürlich einen Ansatz, der, sagen wir mal, im Vergleich zu sehr traditionellen Marken ein bisschen frischer ist, weil wir einen athletischen Ansatz betreiben, der ein sehr sportlicher ist. Wir als Sportmarke kommen nicht von einem traditionellen Bergsportunternehmenshintergrund, sondern sind da sehr gefestigt natürlich in der Sportwelt und müssen auch einen athletischen Ansatz darauf ausgerichtet haben, in der Sportwelt zu sein. Das heißt, ein Event wie Rockstars jetzt zum Beispiel ist ein sehr athletischer, wettkampforientierter Sport. Das haben wir jetzt auch gerade erlebt, letztes Wochenende in der Weltmeisterschaft in Paris, wo wir jetzt gerade morgen dann mit dem Adidas-Bus dann die Athleten von Paris zum Event hier in Stuttgart shutteln. Und wir werden dann die Performance dann entsprechend dann sehen bei uns in Stuttgart auf der Veranstaltung. Diese sportliche Seite natürlich, die wird von uns sehr stark gefördert. Und eins der Elemente, die wir da drin haben, ist im Kletterbereich natürlich Rockstars. Andere Bereiche wie jetzt zum Beispiel Kajakfahren mit Adidas Zipline, eine Weltmeisterschaft im Extremkajakfahren. Oder dann eben auch ein neuer Bereich, den wir sehr stark jetzt forcieren werden in den nächsten kommenden Jahren. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, wo wir jetzt angefangen haben, ist der Trailrunning-Bereich, der sehr stark natürlich auch ein Markenwachstum hat und ein Marktwachstum hat. Und es geht ja, so habe ich das immer wieder verstanden, auch darum, mit Adidas jetzt in dem Fall und den entsprechenden Sportarten, Sie hatten jetzt auch neben dem Klettern einige genannt, ein gewisses Image jetzt zu erzeugen. Wie ist da Ihre Vorstellung? Image ist natürlich ganz stark verbunden mit Glaubwürdigkeit. Ich kann nur durch eine Community, die
akzeptiert, was wir tun, auch ein gewisses Image zu kriegen. Wenn ich gerade im Outdoor-Sport, was sehr sensibler ist, viel sensibler ist als viele andere Sportarten auch, einen Fehler mache, dann verzeiht mir der Markt oder der Konsument sehr wenig über Jahre hinweg. Das heißt, wir gehen an das Thema sehr, sehr sensibel ran und überlegen uns 2, 3, 4, 5 Mal, bevor wir mit irgendwelchen Maßnahmen auf dem Markt sind, sei das kommunikative Maßnahmen oder im Sportsmarketing-Events, wie wir das hier haben, oder auch bis hin zu Athleten, die richtigen Athleten herauszufinden. Und mit dieser Maßnahme versucht man natürlich, diese Glaubwürdigkeit zu erhalten und das Image zu kreieren. Mike, noch mal eine Frage an Sie. Also Klettern, Bouldern, jetzt olympische Sportart, hatten Sie eingangs gesagt, für die nächsten Spiele 2020, ist ja eine interessante Sportart. Absolut. Sehr faszinierend sicherlich, aber es ist eine Randsportart, muss man so sehen. Ist die Zielgruppe damit nicht ein bisschen klein? Eigentlich nicht, weil gerade das Bouldern boomt. Das heißt also, Woche für Woche werden in Deutschland neue Kletterhallen eröffnet. Nicht nur in Kletterhallen in Deutschland, sondern weltweit. Ob das die USA ist, China verfasst gerade diesen Markt, auch insbesondere was den Klettersport betrifft. Und ich glaube nicht, dass die Zielgruppe zu klein ist, weil wenn man in so eine Kletterhalle mal reingeht, ist es so, dass man auch nicht sagen kann, das ist eine spezielle Zielgruppe. Das heißt, man trifft junge Leute, man trifft aber auch ältere Leute. Die Hürde zum Bouldern ist einfach gering. Ich brauche keine Sicherheitsausrüstung, ich brauche keine besonderen Kenntnisse, sondern Bouldern ist ja das Klettern in Absprunghöhe. Das heißt, die Boulder sind maximal 3 bis 4 Meter hoch. Das heißt, ich brauche auch keine Angst haben, dass ich mich verletze. Und so ist es auch für die Leute ein tolles Ausdauertraining oder Ausgleichstraining für verschiedenste Sportarten, gerade im Outdoor-Bereich, ob das Mountainbiker sind, ob das Slackliner sind, die am Wochenende oder auch am Abend, insbesondere im Winter, auch dann gerne noch eine andere Sportart haben als Ausgleich. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was momentan in diesen Kletterhallen passiert, allein in Stuttgart gibt es 3 große Kletterhallen, weitere sind in der Planung, dann sieht man eigentlich, dass diese Zielgruppe wächst und wächst und wächst. Das wäre fast den anderen eine ganz dumme Frage gestellt zu haben. Nein, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man immer darüber redet, über Randsport. Und das, glaube ich, ist auch für uns eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Für viele ist es im Blickwinkel natürlich eine Randsportart. Für uns ist es keine Randsportart. Und ich glaube, das hat man jetzt auch mit der Entscheidung des Internationalen Verbandes und natürlich auch des IOCs gesehen, mit der Akzeptanz, so eine Disziplin auch dann wirklich ins olympische Programm mit aufzunehmen. Und es sind ja viele Disziplinen, die sich wünschen, auch olympische Disziplin zu werden. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, das Thema Musik, wie passt das da rein? Rockstars, also so langsam verstehe ich das. Also Rock ist der Fels und die Musik und die Sterne. Und also das ist die eine Herleitung. Die andere Herleitung ist so, dass viele Boulderer oder Kletterer, denn sie draußen gewesen sind, ob das schon Wolfgang Güllich gewesen ist, die an der Wand gewesen sind, heute natürlich mehr und mehr durch MP3-Player und iPods, hören ihre Musik. Das heißt, also die haben eine natürliche Verbindung. Die meisten Routen, die draußen geklettert werden, werden mit diesen Musikstücken benannt, die sie im Ohr hatten. Musik treibt viele Sportler zu Höchstleistungen, also kann pushen. Und bei uns ist es so, dass die Musik nicht von der Konserve kommt, sondern wir eine Rockband live daneben spielen haben, die das Ganze dann auch dementsprechend inszeniert. Und so passiert natürlich auch Rhythmus, der pusht, das Publikum geht mit. Und das ist dann eigentlich die Kombination zwischen Rock Climbing und Rock Music. Jetzt hatte Axel auch andere Sportarten ins Gespräch gebracht. Sie sagten jetzt auch, es geht so ein bisschen um Internationalisierung. In China sind Sie mit dem Thema Klettern aktiv. Was für Events sind denn noch in Planung oder sind von Ihnen bereits, ich hatte jetzt irgendwas mit Slackline, Sickline, also als Laie bringt man das. Sickline hatte ich gerade erwähnt, als eine der Extremkajak-Weltmeister, Extremkajak-Weltmeisterschaft, die im Ötztal stattfindet, auf einer Strecke, die eigentlich das ganze Jahr gesperrt wird, nur als Eventstrecke dann freigegeben wird für 2, 3 Tage dann eben, wo sich die Crème de la Crème wieder trifft und eine Form eines Wettkampfs macht, die in der Art und Weise ganz selten ist auf der Welt. Und auch da werden wir wieder ein Event oder haben wir seit Jahren einen Event, den wir mit Stolz auch als Benchmark-Event wie Rockstars eben auch bezeichnen können, der seine Liebhaber hat und wir haben Wartelisten beim Zugang, dass wir sie gar nicht mehr managen können im Prinzip. Also da auch sehr,
sehr intensiv am Arbeiten sind. Sie haben erwähnt China. Wir haben Projekte natürlich am Laufen. Außerhalb von Events ist es ganz wichtig, Athleten zu aktivieren. Das heißt, wir ermöglichen den Athleten, bestimmte Träume auch zu leben. Wir haben Ideen von unserer Seite, aber hauptsächlich auch von der Athletenseite her. Setzen wir uns zusammen und sagen, wie können wir die kreieren? Eine Idee war dann zum Beispiel eine Slackline, also ein dünnes Band praktisch, 100 Meter über die Victoria-Falls zu machen, die wir auch gerade im letzten Jahr sehr stark medialisiert haben. Und das ist natürlich eine fantastische Geschichte, 2 Jahre Vorbereitung, solche Projekte zu treiben. Oder in China haben wir ein Kletterprojekt gemacht in einer Region, wo noch kein Westlicher aktiv sein konnte. Wir haben Permission gekriegt, im Prinzip da aktiv zu sein mit 2 chinesischen und 2 westlichen Athleten. Fantastische Geschichte, die wir auch gerade vermarkten. Aber was ist denn, wenn Sie über Vermarktung sprechen, das Return? Jeder Sportler wünscht sich jemanden, der ihn sponsert, der ihm sagt, hier hast du entsprechende Aufmerksamkeit, hier hast du Ausrüstung, hier hast du Geld. Aber was hat jetzt Adidas dann davon? Wir haben natürlich einen ganz großen medialen Wert davon. Wir gehen jetzt nicht den einzelnen Kanal an und sagen, wir machen nur auf Facebook oder YouTube oder TV oder Print irgendwelche Geschichten, sondern wir versuchen möglichst viele, wie sagen Sie mal, maximal eyeballs. Das heißt, wir versuchen möglichst weit, erstens die Community, aber dann über die Community hinaus ganz weit in die Breite, horizontal zu gehen. Dass auch ein Entertainment-Faktor dabei ist, dass wir auch animieren, Leute zu erreichen, die sagen, ich wollte es schon immer mal machen, aber das gibt mir jetzt den letzten Kick, doch mal in die Halle zu gehen und das auszuprobieren. Dass wir also da maximal im Prinzip die Medienlandschaft abgreifen, um den Return dadurch zu kriegen mit natürlich Logo-Visibilität, Produkt-Visibilität, aber vor allem auch Image und die Glaubwürdigkeit zu generieren. Das ist für uns eine ganz wichtige Geschichte, weil das nachhaltiger ist, als jetzt nur mal ein Produkt zu zeigen, das dann vielleicht kurz durchs Bild huscht und dann vielleicht in der nächsten Saison schon wieder draußen ist. Wenn ich nachhaltig ein Image kreieren kann, dann mache ich nachhaltig auch für die Kategorie was und natürlich auch für den Verkauf. Und da kommt mein Return on Investment natürlich auch her. Kauf, Medialisierung, was ich generieren kann, aber dann die Grundlage immer der Athlet, der Sport, da die Glaubwürdigkeit zu schaffen, dass wir sagen können, wir haben ein Standing in dem Bereich. Jetzt tut sich ja bei Adidas etwas, oder ist ja kein Geheimnis, es gibt einen Vorstandswechsel, Herbert Heiner, der ja, dienstälteste Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens zieht sich zurück und Kaspar Rohrstedt fängt an. Ist das, glaube ich, jetzt gerade diese Tage? Ja, das ist gerade die Übergabe. Also nächsten Freitag haben wir am 30. September praktisch das Abschiedsveranstaltung, Abschiedsfußballspiel mit Herbert Heiner und seinen eingeladenen Gästen. Und dann ab Oktober wird Kaspar Rohrstedt übernehmen. Und hatten Sie schon die Möglichkeit, mit dem Neuen zu sprechen? Leider nicht. Ich hab's gerade verpasst. Er war schon 2-mal bei uns in der Abteilung natürlich, hat sich für Outdoor sehr interessiert, hat auch eine Affinität zum Outdoor-Bereich, ist selber Alpin-Skifahrer, geht Skitouren und wie ich mir sagen lassen habe, war sehr begeistert von dem, was wir tun. Aber ich war leider unterwegs, konnte ihn nicht persönlich. Aber ist ja auch für Sie beide wichtig, dass so ein Vorstandswechsel nicht dazu führt, dass jetzt hier irgendwo ein Rotschiff vielleicht angesetzt wird, sondern dass man da auch so ein, bitte nicht übel nehmen, Verrückten hat, der auch solche ungewöhnlichen Wege dann geht. Ja, dann wünsche ich ein tolles Event, Adidas Rockstars, mit Klettern, mit Rockmusik und wir gehen auch noch auf irgendwelche Slacklines, wir fahren Kajak bei der Sickline und bin gespannt, was da noch so kommt. Noch vieles mehr. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht haben Sie ja Zeit und Gelegenheit, mal in Stuttgart in der Porsche Arena vorbeizugucken und mitzumachen, zumindest als Zuschauer bei diesem etwas ungewöhnlichen Event.